Hallo, ich bin Carsten bei Felbert. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, heute bin ich mal wieder im Neanderland unterwegs und ich habe mir heute eine Rundtour um den Sender Langenberg rausgesucht. Da vorne im Wald kann man schon durch die Bäume einen der Sendemasten erahnen. Der Sender Langenberg ist einer der wichtigsten Sender für den Westdeutschen Rundfunk. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich hier auf der Tour so zu sehen kriege. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mit. Also dies ist der eine der beiden Masten, eine andere versteckt sich hier gerade noch so ein bisschen im Baum. Ich habe gerade mal gegoogelt, der höchste der beiden Türme hat 301 Meter und der andere in Anführungsstrichen nur 170 Meter. Ja, der Weg heißt vom Rheinland nach Westfalen und das hat wohl damit zu tun, dass unten am Tal habe ich ja in ein paar Bildern den Deilbach gefilmt und der Deilbach war wohl damals die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen. Deswegen wird der Deilbach auch ganz gerne als Teilbach betitelt, beziehungsweise da kommt wohl auch der Name her, Deilen, Teilen, also das war tatsächlich eine Landesgrenze. Ja, losgegangen ist es vorhin mitten in der Altstadt, da habe ich vorhin aber noch nicht gefilmt, weil ich zu sehr nach dem Weg schauen musste, aber ich denke mal, das eine oder andere Bild werde ich dann jetzt gleich auf dem Rückweg in der Altstadt nochmal machen, weil es lohnt sich. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt hier schon mal von euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.